die grösste Herausforderung für mich als Leiter Informatik ist letztendlich ein solider und durchgehender Betrieb von der IT können sicherstellen. Ich glaube, der Betrieb ist das A und O, der muss laufen, weil da hängen 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran und letztendlich die Bevölkerung. Die Informatik muss immer funktionieren, zu jeder Tages- und Nachtzeit idealerweise. Und wenn ich ein Problem habe, dann muss ich Ansprechpersonen haben, die mich schnell unterstützen und mir schnell können helfen können. Mit der Pandemie, wo man nachher von einem Tag auf den anderen hat müssen, von daheim aus arbeiten, haben wir eben die Möglichkeit bereits schon gehabt, dass man eben die Fachanwendungen, die im Einsatz waren, über die Sitzungsplattform können nutzen. Was wir dort einfach müssen machen, im Wesentlichen ist, dass man so ein Kollaborationswerkzeug wie ein Zoom, wo man die Videokonferenzen etc. können durchführen, dass man das relativ schnell hat müssen auffahren, so dass nachher die Möglichkeit bestanden hat, dass man eben auch so hat können arbeiten von daheim aus. Am Anfang hat man ja müssen sparen, man hat die Lösung möglichst einfach müssen machen. Und wenn einer jetzt einen Wunsch hat und wir haben gesehen, ja, eigentlich ja, wäre der nicht so wichtig, aber für dich ist es wichtig und wir können es machen. Ich bin immer dafür gewesen, dass wir das machen, damit der Freude hat daran. Die Herausforderungen für einen Neuleiter Informatikdienst sind auch da sicher sehr umfangreich. Also wir reden von Cloud-Lösungen, vermehrt natürlich Kollaborationswerkzeuge, die in Einsatz kommen etc. Nachher natürlich auch die Interaktion mit der Bevölkerung, wo wir die entsprechenden Gerätschaften müssen verfügbar machen, Mobilität ist ein Thema, das uns immer mehr wird beschäftigen. Also alles neue Technologien und Arbeitsformen, die wir müssen können anbieten müssen. Und da sind wir sicher gefordert als Informatikabteilung, dass wir das eben können zur Verfügung stellen können. Die Energieverrechnung. Da bin ich von Anfang an dabei gewesen. Die haben wir etwa im 73, haben wir die neu gemacht, auf Disk und alles. Im 73, und die ist im 94, wo ich gegangen bin, ist die alle noch gelaufen. Also 20 Jahre ist sie gelaufen. Und sie ist noch, ich weiß nicht wie lange gelaufen. Ich glaube fast 30 Jahre sind wir gelaufen. Das ist uralt für eine Informatik. Die wichtigsten Ereignisse, die mir durch den Kopf gehen in meiner beruflichen Laufbahn, sind sicher die Ablösung von allen den Fachanwendungen, die wir ursprünglich selber entwickelt haben in den 70er und 80er Jahren. Bis Mitte Nuller Jahre haben wir die alle abgelöst mit Standardsoftware. Der Aufbau vom Hauptrechenzentrum, wie auch den Betriebnahme vom zweiten Rechenzentrum, so dass wir auch für Katastrophenfälle abgesichert sind. Ich glaube, das sind so die grossen Meilensteine, die wir geblieben sind in diesen x Jahren. Highlights sind eigentlich mal immer, wenn eine grosse Lösung nachher gelaufen ist. Und wir haben eigentlich nie eine grössere Panne gehabt. Aber so kleinere Highlights sind eigentlich gewesen, die haben mir fast mehr Freude gemacht. Denn vor allem am Anfang sind die Leute skeptisch gegen Datenverarbeitung. Also, ja, Job wegnehmen und so. Und wenn der dort einer ein bisschen kritisch war, und nachher ist er sogar Fan geworden, dann das hat mir am meisten Freude gemacht. Also, besonders stolz bin ich natürlich, dass ich so manches Jahr für meine Geburtsstadt Bern arbeiten durfte. Ich glaube, nach 41 Jahren darf man durchaus ein bisschen stolz sein. Ja, man hat etwas gestalten und einfach, ja, es ist interessant, es ist immer wieder etwas Neues gewesen. Es ist super gewesen einfach.